damit hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Far Cry 6, Folge 23. Wir sprechen jetzt mit Alejandro, den wir erst gerettet haben. Ich konnte dir noch gar nicht dafür danken, dass du mein Leben gerettet hast. Du und Camila hättet mich zum Sterben zurücklassen können, aber das habt ihr nicht. Gracias. Vater Pietro aus Verdera hat sich gemeldet. Er hat die Machete von Papa. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Ich will sie zurückholen, aber ich bin nicht in der Verfassung. Papa ist meinetwegen tot und ich kann noch nicht einmal das für ihn tun. Der Priester erwartet dich, Dani. Bitte geh zu ihm. Okay, Vater Pietro ist im Besitz von Papas Machete. Auf der Plaza de Verdera. Sie ist alles, was von ihm übrig. Ich bring sie nach Hause, por favor. Alles klar. Gracias, Dani. Gracias. Das Kriegsbeil begraben. Auf geht's. Alles klar oder so? Ah. Oh, ey. So, whoop. Ich hätte gerne meine Karre. Bisschen plötzlich, wenn es geht. Ich will nicht laufen. Wer will das schon, hm? Wer will das schon? Oh, bloß nicht wieder die Musik, Alter. Direkt aus der Werkstatt. Pass gut auf das Schätzchen auf. Okay. Geil. Clara, wir sind direkt in eine Falle getappt. Carlos ist tot und seinem Sohn Alejandro geht's ziemlich dreckig. Dani, du darfst diese Familie nicht zerbrechen lassen. Wir brauchen die Monteros nicht nur, um José dran zu kriegen. Wir brauchen sie, um Esperanza einzunehmen und seinen Onkel Anton zu stürzen. Sieh, Clara, ich krieg das hin. Jedes Mal das Gleiche mit dieser Straße. Ich sehe Soldados auf der Straße. Sie kommen direkt auf dich zu. Nee, nee. Bin schon längst weg, mein Lieber. Mann, jetzt mach doch hier nicht einen auf diesen Unfähigen und kletter doch mal hier rauf. So. Jawoll. Zack. Gib mir hier diese Sachen und wir machen einen schönen Bogen drumherum. Den Weg laufe ich nicht. Ja, komm. Oder mit dem hier kommst du an dein Ziel. Ja, sicherlich fahre ich jetzt nicht wieder in die Richtung. Was wollt ihr? So geht's auch. Ich will eigentlich nur dieses Schild hier kaputt machen, aber ich glaube. Geht doch. Aber es macht irgendwie keinen Unterschied, ne? Er ist in der Kirche, wahrscheinlich beseitigt er.
Ja, siehst du, was ich meine? Diese Schilder sind ja wieder da. Wofür mache ich die eigentlich kaputt? Wenn die eh wieder da sind. Diese Stadt wird nie wieder dieselbe sein. Lo siento, Carlos. Kann ich dir helfen? Sind Sie Padre Pietro? Si. Alejandro sagte, dass du kommen würdest. Ich erinnere mich noch, wie ich Carlos mit seiner Frau vermählt habe. Lang ist's her. Es tut mir leid. Die Machete ist weg. Was? Was ist passiert? Verfluchte Soldados. Wahrscheinlich sind sie in ihrer Lieblingskneipe, La Raja. Ich markiere sie auf deiner Karte. Gracias, Padre. Das ganze Chaos tut mir sehr leid. Okay, alles klar. Boah, 1000 Meter, das ist schon wieder dein Ernst. Wir alle haben den Namen Aria gehört. Aber Ausgestoßener ist der falsche Name für die Arada, die zum Wiederaufbau des Paradieses eingezogen wurde. Na klar. Nee. Geile Mucke, aber nee. Für YouTube geht das ja mal gar nicht. Alejandro, wie geht's dir? Gut, denke ich. Hast du die Machete? Noch nicht. Sie war nicht in der Kirche. Cojones, wo könnte sie sonst sein? Mach dir keinen Kopf. Ich kümmere mich drum, mi hermano. Dani. Was ist? Ich wollte nur sagen, ich weiß, dass es vielleicht schwer ist, mir zu vertrauen. Im Lager gibt es eine Menge neuer Gesichter. Naja, nicht jeder kann vergeben wie du. Es steht mir nicht zu vergeben, Pandro. Du tust dein Bestes. Mehr kann ich von niemandem erwarten. Es ist so schwer, das zu malen. Was weißt du? Offensichtlich will sich die Künstlerin Senya Sayas mit dir treffen. Du hast dir hier echt einen Namen gemacht. Sehr nett von dir. Ja, schön und gut, Nebenmissionchen lassen wir aber erstmal weg hier, ne? Wir fokussieren uns auf die Dings. Hauptstory. Muss die Bar sein. Da ist doch jemand. Ruhig. Oh, geil. Wer? Ein Teufel. Der scheiß Helikopter, na klar. Ein Treffer!
Okay, jetzt muss ich eigentlich nur noch hier raus. Also. Alejandro, ich hab sie. Oh, scheiße. Gott sei Dank. Die Machete deines Vaters sollte einem Montero gehören. Und das wird sie auch. Gracias, Dani. Du hast getan, was ich nicht konnte. Bis bald. So, überbringe die... Hey. Gut, das ist wieder mal mehr als unlogisch. Wenn ich ihm 4 Headshots gebe, dann... Bin dann mal weg, ciao. Wieder nach unten. Ja, ja, wunderbar. Richtung. Helikopter lassen wir mal bleiben. Geil. Egal, funktioniert, passt, läuft. Schön. Wieder diese was soll die Scheiße? Weißt du was, ich mach den jetzt platt, Alter, hab ich gar keinen Bock drauf. Kontrollpunkt. Schlüssel zum Kontrollpunkt. Okay, wo
kriege ich den her? Von dir? Oh. Danke. Geil. Aber was bringt mir dieses Gebäude? Gar nichts. Ich will den einnehmen. Manchmal muss man einfach mal durchgreifen. Komm mal her! Sag mir, was du weißt. Dani, bei Lanzas Altas ist ein Konvoi unterwegs. Wir könnten die Vorräte gut gebrauchen. Gracias. Ja, nee, irgendwann reicht's. So. Das haben wir erstmal geklärt. Ah, jetzt bringen wir den Kram noch nach Hause. Dann war es so schon wieder für heute. Mal schauen, was er zu sagen hat. Schön, dich zu sehen, Dani. Der Vorarbeiter. Mann, wo komme ich denn hier rein? Ist ja wieder eine schreckliche Geschichte hier. Na, natürlich die eine Seite. Das war aber ein beschissener Tag. Da. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió. Con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar. Su siembra. Wir haben dich gerettet, aber das heißt nicht, dass wir dich wollen. Komm schon. Das ist die Beerdigung seines Papas. Carlos für Alejandro? Ein Scheißtausch. Alejandro, das war genug. Geh. Espada. Er ist dein Bruder. Ja, nicht deiner. Wie geht's den Beinen? Ich kannte deinen Vater nicht, aber meine Familie arbeitet seit 50 Jahren auf diesem Land. Ich
habe Infos zu General José. Ich gebe dir seine Tenientes. Por favor. Ihr braucht neue Uniform, Compais. Okay. Ich mit Espada. Machen wir dann nächste Folge. Hier ist Clara. Was immer du gerade machst, hör auf damit. Una nueva operación? Eine Chance, den Löwen in seine Höhle zu erschlagen. Komm zu mir nach Esperanza. Ich schicke dir ein Bild vom Libertad-Unterschlupf. Wenn du zu einem Guerrillero kommst, der Wache schiebt, frag nach der Nachtschicht. Der Nachtschicht? Gut, Clara. Ich bin unterwegs. Okay, haben wir da auch wieder was Neues. Es ist jede Menge zu tun und ich würde sagen, nächste Folge geht's hier weiter. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.